Teil 1. Was geschah? Am 11.04.2021 fand in Frankfurt am Main eine verbotene Demonstration nicht statt. Stattdessen zogen die angereisten Teilnehmer zur feindlichen Übernahme einer Demonstration weiter, in der für die Freilassung von Julian Assange demonstriert werden sollte. Um den Querdenker-Touristen keine Plattform für die Verbreitung ihrer Verschwörungsreligion zu bieten, wurde diese Demonstration abgesagt. So zogen die Querdenker-Touristen planlos durch Frankfurt und zeigten den Anwohnern, wer hier ohne Masken und ohne Abstand herumlaufen darf, ohne mit einer Strafe rechnen zu müssen. Nicht genug, dass sie die Stadt wie eine Barbarenhorde überrannten, mussten natürlich alle auf dem Weg zufällig erspähten Anrainer und Passanten mit maximalem Zoom in der Totale gefilmt werden, um den sensationslüsternen Zuschauern an den Bildschirmen ein wohliges Gefühl des mittendrin Dabeiseins zu vermitteln. So zogen die Querdenker-Touristen planlos durch Frankfurt und zeigten den Anwohnern, wer hier ohne Masken und ohne Abstand herumlaufen darf, ohne mit einer Strafe rechnen zu müssen. Nicht genug, dass sie die Stadt wie eine Barbarenhorde überrannten, mussten natürlich alle auf dem Weg zufällig erspähten Anrainer und Passanten mit maximalem Zoom in der Totale gefilmt werden, um den sensationslüsternen Zuschauern an den Bildschirmen ein wohliges Gefühl des mittendrin Dabeiseins zu vermitteln. Wie immer hob sich Markus Heinz besonders hervor, indem er aus einer Traube Demo-Touristen heraus eine Gruppe Jugendlicher ohne deren Einverständnis genüsslich dabei filmte, wie sie in ihrer Freizeit abhängen. Eine der sechs Jugendlichen reagierte auf die feindliche Übernahme ihres Reviers mit sehr deutlichen, umgangssprachlichen Worten. Die Reaktion der Demo-Touristen war ein reichlich dümmliches Gelächter und das ungenierte Weiterfilmen des Herrn Heinz, der immer noch keine Erlaubnis der Gefilmten eingeholt oder gar erhalten hatte. Als Ultima Ratio zur Wahrung ihres Rechts am eigenen Bild wählte die junge Dame schließlich den einzig verbliebenen Weg. Einen physischen Angriff auf die Kamera, mit der sie weiterhin ganz unverfroren gefilmt wurde. Dieser Angriff auf das Objekt, mit dem ihr Recht fortlaufend gebeugt wurde, war erfolgreich. Allerdings fühlte Herr Heinz sich offensichtlich derart an seinem eindeutig rechtswidrigen Handeln gehindert, dass er die unrechtmäßig gefilmte Jugendliche erst treten wollte und ihr nach dem Scheitern dieses Versuchs hinterherrannte, sie packte, um sie zu würgen. Nur dank des sofortigen Eingreifens der Polizei wurde aus seinem gescheiterten Angriff kein schwereres Delikt gegen das Recht auf die körperliche Unversehrtheit der Angegriffenen. Teil 2 – Reaktionen. Die ganze Sache wurde in den asozialen Netzwerken durchgehechelt und jeder musste seinen mehr oder weniger qualifizierten Senf dazugeben. Eine Diana alles Bananebäcker schrieb, wenn so eine Rotzgöre auf mich zukommen würde, würde ich auch versuchen, das abzuwehren. Ist doch nur ein Reflex, treten ist was anderes. Schon blöd, wenn man seine innere Brille auf unscharf stellt, um unerwünschte Tatsachen ausblenden zu können. Ein Tom schrieb, Wahnsinn, unter Nummer Heinz tritt Frauen, trendet ein Video, in dem ein Mann sein Bein anhebt, um den Angriff einer Frau abzuwehren. Danach wird er von einem Polizisten niedergerissen, um sich auf seinen Kopf oder Hals zu knien. Idioten freuen sich. Der Tom scheint die von seinen Augen wahrgenommene Realität vollständig zu verdrängen. Heinz lag auf dem Boden und konnte rein technisch gar nicht auf den Hals oder Kopf eines Polizisten knien. Ein anderer Tom schrieb, Nummer Heinz trifft Frauen ist absoluter Schwachsinn. Er wurde beleidigt, angegriffen und hat absolut nichts gemacht. Und Frau ist als Beschreibung für das grünhaarige Wesen auch eher fraglich. Der Tom scheint offensichtlich irgendwelche anderen Videos mit Heinz angeschaut zu haben, wenn er zu diesen Trugschlüssen kommt.
Zudem setzt man sich selbst ins Unrecht, wenn man andere Menschen wegen ihres Aussehens das Menschsein abspricht. Ein Dissidentenblume-Sozialismus und DDR-Insider schrieb: Nummer 1 Frauen ist mal wieder der Beweis für die Einseitigkeit der Gutmenschen. Dass die Frau zuerst angreift, scheint niemanden zu interessieren. Hier sind Männer und Frauen auf einmal nicht mehr gleich. Der Mensch mit dem Roman als Pseudonym scheint ebenso einen Knick in der Optik zu haben, der zudem noch mit polemischem Gedankenschlecht der rechtsextremen Szene zusätzlich verzerrt ist. Sieht der Schreiber sich selbst als männlich-chauvinistischen Schlechtmenschen? Ein Daniel schreibt: Für mich sah das nach Selbstverteidigung aus. Wenn mich jemand beleidigt und danach angreift, hätte ich genauso reagiert. War ja klar, dass jetzt wieder ganz links Witter anfängt, sich zu erfreuen. So, was soll man zu solch eindeutigen rechtslastigen Aussagen noch sagen? Ein Arif Renk schrieb: Der Rechter werden auch dieses Video zu sehen kriegen. Und dann wird völlig klar sein, wer hier die Straftäterin ist. Das wird nicht leicht. Für den ganzen Linksfascho Spinneneikon, 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 die sich so über ihre Nummer Heinz-Tritt Frauenschnipsel gefreut haben. Ist schon blöd, wenn man unfähig zu verstehendem Sehen ist und sich in aller Öffentlichkeit en passant als bekennender Rechtsfaschist outet. Ein Tom Bodersmann schreibt: Aggressives Nummer-Antifa-Mädchen greift Markus Nummer-Heinz von Nummer-Querdenken in Frankfurt an. Polizei behandelt ihn als Aggressor. Nummer-FFM 1104, Nummer-Esken, Nummer-Polizeigewalt. Dieser Beitrag ist ein Musterbeispiel dafür, wie rechte Propaganda funktioniert. Erstens wird ohne jeglichen Beleg unterstellt, dass die junge Dame Mitglied einer fiktiven Antifa sei, obwohl die Antifa in Anführungszeichen nur in der Propaganda rechter Hetzwerke existiert. Zweitens wird Heinzens widerrechtliche Filmerei mit keinem einzigen Wort erwähnt und ebenso vorsätzlich unterschlagen, dass der Angriff nicht Heinz, sondern dessen Kamera galt, was schon den Worten der jungen Dame zu entnehmen ist. Drittens wird der Polizei unterstellt, sie hätte Heinz hier zu Unrecht als Aggressor behandelt, obwohl Heinzens gescheiterter aktiver Angriff und die anschließende Verfolgung der jungen Dame in diesem frei im Netz verfügbaren Video eindeutig zu verfolgen ist. Das wird durch das Nummer Polizeigewalt am Ende des Beitrags explizit behauptet. Was mir etwas schlüssig macht, ist das Nummer Esken. Was hat die SPD-Vorsitzende mit diesem Vorfall zu tun? Erfreulicherweise gab es auch objektivere Stimmen. So schreibt ein French Press: Das soll also der böse Angriff auf Nummer 1 gewesen sein. Ich sehe, dass sein Bein als erstes tritt und er sie danach von hinten packt. Nummer Querdenker haben halt eine andere Wahrnehmung. Sie hat ihm nur mitgeteilt, er solle aufhören, sein Handtuch auf sie zu halten. FFM 1104. Teil 3 Rechtliches. Bis auf den letzten Beitrag ist das summa summarum eine sehr unausgegorene Betrachtungsweise, die die rechtlichen Aspekte völlig außen vor lässt. Um das etwas näher aufzurollen, wäre ein Blick in unser Grundgesetz hilfreich. Genau, das ist dieses kleine Heftchen, aus dem die Schwerdenker so gerne die Rosinen herauspicken, die ihr antidemokratisches Verhalten angeblich legitimieren. Fangen wir mit Artikel 1 Absatz 1 an. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Was die Schwerdenker beim Zitieren dieser Worte sehr gerne unter den Tisch fallen lassen, ist die Tatsache, dass diese Würde auch allen anderen Menschen um sie herum zusteht, die sie so gern als Schlafschafe verhöhnen oder ihnen das Menschsein gleich per se absprechen.
Es folgt der Gerbenmissbrauch der Artikel 2 Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Die Schwerdenker und andere Feinde unserer Demokratie berufen sich zwar immer auf den ersten Halbsatz im Absatz 1, der die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit garantiert, sprechen aber schon alleine durch ihr rücksichtsloses Verhalten allen anderen Menschen eben diese freie Entfaltung ab und missachten den zweiten Absatz vollständig. Gleiches gilt für Markus Heinz, der offensichtlich der Meinung ist, dass er andere Menschen, die mit seinen fragwürdigen politischen Aktivitäten ganz und gar nichts zu tun haben, nach Belieben filmen oder ihre Bilder live in die asozialen Netzwerke strömen darf, obwohl diese seinen Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte weder zugestimmt noch ihn genehmigt haben. Da stellt sich schnell die Frage, wie die rechtliche Seite solcher Aktivitäten ausschaut. Der Rest dieses Videos soll das ein wenig eingehender beleuchten. Die eben zitierten Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes garantieren die Unantastbarkeit der Würde des Menschen und das unantastbare Recht auf seine freie Entfaltung, solange die Wahrnehmung dieser Rechte nicht die gleichen, ebenso unantastbaren Rechte anderer Menschen einschränkt. Alleine schon aus diesen beiden Artikeln geht hervor, dass auch das eigene Bild, ein essentieller Teil unserer Persönlichkeit, ein sehr hoch anzusetzendes, vom Grundgesetz geschütztes Rechtsgut ist. Mehr als diese verbriefte Unantastbarkeit der Persönlichkeit wird vom Grundgesetz nicht geregelt. Näheres regelt, wie es im Grundgesetz so oft heißt, ein Gesetzeswerk, das als Kunsturhebergesetz bekannt ist. Wikipedia verweist zudem auf die Charta der Europäischen Menschenrechtskommission, deren Artikel 8 Absatz 1 lautet: Jeder Mann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Das unter dem Sammelbegriff Privatleben zusammengefasste Rechtsgut umfasst die informationelle Selbstbestimmung, die unter anderem auch das Recht am eigenen Bild beinhaltet. In der BRD gilt zudem, wie bereits erwähnt, das Kunsturhebergesetz, das als Strafgesetz konzipiert wurde und festlegt, wen und was man unter welchen Voraussetzungen zeichnen, fotografieren oder filmen darf. Es kommt hier hauptsächlich Paragraph 22 zum Tragen. Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten. Paragraph 23 Kunsturhebergesetz zählt Ausnahmen auf. Absatz 1. Ohne die nach Paragraph 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. Absatz 2. Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird. Paragraph 33 Kunsturhebergesetz ist eine Strafvorschrift. Absatz 1.
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen den Paragraphen 22 und 23 ein Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt. Absatz 2. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Schon wegen Paragraph 33 Absatz 2 ist den widerrechtlich gefilmten Jugendlichen anzuraten, Strafanzeige gegen sämtliche angebliche Journalisten, ich habe inklusive Heinz mindestens 4 gezählt, zu stellen. Da die Fläche, auf der die Jugendlichen sich aufhielten, ein in sich geschlossenes Areal ist, das deutlich von der Straße abgegrenzt wird, könnte hier gegebenenfalls sogar ein schwerwiegender Eingriff in das Privat- und Familienleben nach Artikel 8 EMKR geltend gemacht werden, der sich strafverschärfend auswirkt. Es kann nicht angehen, dass manche Menschen glauben, dazu berechtigt zu sein, andere Menschen nach Belieben ablichten und filmen zu dürfen, ohne sich um die Persönlichkeitsrechte der gefilmten Personen scheren zu müssen. Diesem fortschreitenden Verfall guter Sitten muss dringend Einhalt geboten werden. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.